Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Dream. Ja, nachdem wir auch schon mal einen Albtraum hatten, sind wir aber hier immer noch in einem, Bürogebäude. Da möchte wirklich keiner arbeiten. Hier sind mittlerweile ganz schön viele Rohre. Eigentlich hatten wir uns noch umgesehen in dem zweiten Stock, aber naja, wenn man neu lädt, kennt der halt alles nicht. Aber wir gehen einfach weiter hoch. Oh, da mag jemand kein Papier. Wir fangen erstmal hier hinten an. Egal wofür diese Röhren sind, hier scheinen sie sich zu sammeln. Wenn wir schon wieder einen Benutzernamen, na gut, dann warten wir hier noch kurz ab, gehen nochmal eine Runde weiter. Labor. Wenn Sie in einem Laborversuchszentrum sind, bedeutet das, dass Sie eine Art von Transformation durchmachen. Es kann auch zeigen, dass Sie mit Ihren inneren Gefühlen, Ängsten oder Glaubenswelten experimentieren. Sie testen sich selbst. So. Wie tiefgründig. Wir gehen noch eine Runde rum. Wenn sich hier alles sammelt, dann gehen wir da zum Schluss hin. Wieder leere Gebäude durchgucken. Oh, Serverraum. Bäh, ist nicht schön. Keine Ahnung warum, aber hier ist es irgendwie gemütlich. Datensammlung, ach schön. Also für ihn ist das hier gemütlich. Find ich gut, okay. Gibt ja Leute, denen sowas gefällt. Geschlossen hier. Oh, Pappkartonraum. Ich komme hier nicht weiter durch. Ich bin zu fett. Aber da ist was. Junge, geh da hin. Vielleicht noch von der anderen Seite rein. Ja. To Yang. Okay. Hier war doch jetzt da hinten. Die schmeiße ich in die Kartons. Nein, kriege ich nicht hin. Okay. Boah, ich komme hier auch nicht durch. Aber da ist was. So eine Luke von oben? Hm. Okay, dann kommen wir hier nicht durch, scheinbar. Dann geht's nur wieder runter. Nee, das wollen wir ja nicht. Ach ja, was für ein komischer Traum heute mal wieder. Die Herrentoilette. Vielleicht finden wir da einen Clown. Oder wird das ein Traum? Nee. Aber Getränke kann man sich nicht kaufen im Traum. Finde ich komisch. Man sollte schon irgendwie unendlich viel Geld haben. Im Traum. Und dann, ja, sich kaufen können, was man möchte, oder? Dafür sind doch Träume da. Was ist denn hier passiert? Ihr seid ja eklig, Leute. Oh. Röhrenmontage. Was für eine Montage. Ich hoffe auch, dass ich mich hier nicht zu schnell umgucke. Also wenn euch das irgendwie stört und ich hier langsamer durchgehen soll, dann müsst ihr das sagen. Nur ich bin gerade echt der Meinung, hier gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen momentan. Zumindest in diesen Räumen. Deswegen rushe ich hier auch ein bisschen durch, weil es ja doch schon ein bisschen größer ist hier alles. Da will ich mich nicht an Kleinigkeiten immer aufhalten. Aha. Aber ich finde, was ich suche, ja. Also, Abstellraum. Ein Traum von Abstellräumen kann auf Probleme hinweisen, die sie sich verschließen, statt sich ihnen zu stellen. Objekte, die so abgestellt sind, können ihre Vergangenheit symbolisieren. Oder auch die Dinge, von denen sie gebremst werden. Unordentliche Absteller. Wenn Sie von Gerümpel und Unordnung träumen, kann das eine überladene Psyche repräsentieren, die Probleme lieber weiter aufhäuft, anstatt sie in frühen Stadien zu lösen. Gedanken zu Papier zu bringen, kann helfen, im Kopf und in der Psyche Ordnung zu schaffen. Ja, das stimmt allerdings. Immer wenn man Probleme hatte, sollte man die auch ruhig mal aufschreiben. Gerade wenn man ganz viel zu tun hat. Ich rate einfach nur dazu, schreibt es euch auf. Ihr werdet echt, danach seid ihr glücklicher. What? Die Tür geht ja gar nicht auf. Ja. Hallo, ich will da durch. Gehen wir da rein? Nein, wir müssen mit dem Computer weiterarbeiten, schätze ich. Aha, also, ich gehe da durch. Ich gehe da durch, das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt... Ich will nicht mal hin und her rennen müssen. Wo kommen wir hin? Das will ich jetzt wissen. Oder kommen wir wieder raus? Wir sind ja gleich auch nur durchs Portal hier reingekommen. Hilfe?
Ja, wenn man die Wege kennen würde. Oder die Karte oder irgendwas noch hätte. Das wäre echt von Vorteil. Okay. Klar. Geil. Das gehört auf jeden Fall zu einem Traum dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt so unterteilt ist wie in... Wir haben Haupttraum, weil ich irgendwie mal gesehen hatte bei den Errungenschaften. Es gibt so Akt 1, 2, 3. Da waren aber ein paar echt ambitionierte Architekten am Werk. Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall dazu auch immer noch mal so, ja, wie so kleine Träume, so Abschnitte, so. So Nebenträume halt, die man halt so einen Traum in einem Traum hat. Mal gucken, wo wir hier langkommen, wa? Eigentlich sollten wir ja hier einfach so die Wände hochgehen können bei solchen Sachen. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Das war nur die eine untere, die da geöffnet war. Hui! Was ist das? Ein Ring? Na gut, dann folgen wir einfach dem Kabel. Warum leuchtest du so? Ach, das wird hier schon auf das Kabel. Na gut. Ja, kann ich mich ducken? Oh, hier ist eine Tür, wa? Ein Fenster eher. Na, ist er doch jetzt irritiert, was? Okay, das ist echt merkwürdig, wenn ich... Kann ich nicht einfach... Oder meine Haare? Oh mein Gott, ist ja geil. Wenn ich nach oben gucke und nach oben springe, kann ich meine Haare sehen. Gut. Ich guck mal kurz in die Option rein, war. Controls. Jump Crouch. Ach, Left Control. Hatten wir das schon mal irgendwann? Ah, Item. Previous Item. Okay. Dann machen wir mal weiter. Left Control. War das nicht? Was ist denn Left Control? Doch, geht. Aha. Na gut. Steuerung. Ach, nee, das ist unglaublich. Ich hätte die Wände hochgehen können, aber... Mal sehen, ob wir hier durchkommen, wa? Ja, Leute, wo ist jetzt oben, wo ist unten, wa? Hihihihi. Also, wenn ich ja zum Glück noch die Maus habe, so als Kontrolle, dass ich weiß ungefähr, wo ich bin, hilft mir das wirklich ungemein. Wenn ich es nicht hätte, oh Mann, ich wäre so am Po. Zumindest kommen wir immer schön geradeaus weiter hoch. Ich glaube, Treppen hinaufgehen ist im Traum eigentlich auch was Positives. Wird mir schlecht. Ach, reiß dich zusammen. Das ist eine Memme. Das ist voll abenteuerlich hier. Ich will wieder runter. Das wollte ich eigentlich nicht. Hey. Gehst du. Ach so. Nee, kann er ja nicht hochgehen. Ja. Das ist ein Ausgang, tatsächlich. Wo ich ihn klein machen? Ist jetzt wieder groß und jetzt wieder klein? So, jetzt. Der macht halt nicht immer mit, so. So, was ist hier? Dream 6. Eingepackt. Sammeln wir jetzt Musik oder was? Da kommen wir her. Das heißt, wir sind uns irgendwie blöd an der Wand lang gelaufen. Können wir die Treppe hier rückwärts wieder hoch? Gibt es denn irgendwo eigentlich einen Ort, wo wir hin müssen? Ich weiß, dass da noch ein Kabel war.
Aber das war ja gleich am Anfang weg. Nein, 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 nein! Ach, ist ja ein Traum. Kann ja eigentlich nichts passieren, wa? Ach, jetzt bin ich wieder oben. Ach, Mann, oh. Ist schon nicht leicht, Leute, das sage ich euch. Ich dachte ja, es wäre echt nur stupides Laufen hier gerade so ein bisschen. Jetzt mal wieder hier oben. Aber es kann eigentlich nur der richtige Weg sein. Aua, oder? Und ich versuche ja immer nur geradeaus zu gehen. Im Prinzip, ich kann ja nicht viel entscheiden, wo ich lang gehen möchte. Da stehst du wieder oft jetzt. Nein, hat sich ja total gelohnt hier. Ah, okay. Ich glaube, wir sind schon wieder auf einer anderen Stelle. Da kann er nicht hoch. Ich hab's versucht. Kurz hinten noch um die Ecke gucken. Kommen wir dann hier noch irgendwo hin? Nee. Dann müssen wir da hinten rum. Ja, ja. Immer mal an verschiedenen Wänden lang krabbeln. Ich glaube, das dreht sich schon so die ganze Zeit. Und indem wir durch kleine Öffnungen gehen, sind wir auch immer woanders. Nein! Ah, noch dazwischen gesprungen. Ach Gott, das ist. Sowas kann ich richtig schlecht. Da bin ich nicht so der Star drinne. Jetzt, wenn ich jetzt noch zweimal runterfalle, dann mache ich es offscreen, war keine Sorge. So oft darf ich euch das hier nicht angucken. Nein! Oh, da das meine ich, ich bin wirklich grausam schlecht darin. So, einen Versuch gebe ich mir mal noch. Ich bin ja halt nicht so oft gesprungen, dass ich mich irgendwie sagen kann, ich habe mich dran gewöhnt oder so. So. Ha! Ha, beim dritten Mal war. Wenn ich jetzt runterfalle, ey, nee. Okay, hier ist die nächste Treppe. Wir haben es geschafft! Ich habe gleich eine Errungenschaft bekommen, Zeremonienmeister. Na, dann gehen wir noch durchs Portal. Wieder zurück. Ja, ich hab's voll drauf. Was soll ich sagen? Aber das war einfach nur nochmal so ein kleiner Ausflug in so einen Nebentraum, schätze ich dann. Ja, das hört sich nach unserem Büro an. Ja, das ist ein wunderschöner Sound auf Büro. Ja, oh, ich habe die Musik echt nicht vermisst, muss ich sagen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oben beim Computer im dritten Stock wieder. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat euch gefallen und dann sage ich bis zum nächsten Mal.